Wasser, Flüssigkeit, trinken. Mindestens 2 Liter sollte ein Erwachsener am Tag zu sich nehmen. Jeder weiß mittlerweile eigentlich, wie wichtig es ist, aber längst nicht jeder bekommt es auch hin, täglich genug zu trinken. An dieser Tatsache ändert eine Flasche jetzt vermutlich nichts, oder doch? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und ein Problem beim Trinken kennen vermutlich die meisten von euch. Der letzte Schluck schmeckt einfach nie so gut wie der erste Schluck. Herkömmliche Flaschen beginnen nach einer Weile unvermeidlich zu müffeln. Schuld an diesem Geruch sind Bakterien im Wasser, die sich auch nach und nach vermehren. Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann im schlimmsten Fall auch ungesund werden. Die Folge ist, man schüttet das restliche Wasser oft weg und greift zu einer neuen Flasche. Das nervt nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Pro Tag werden alleine in Deutschland rund 45 Millionen Einwegplastikflaschen verbraucht. Immer mehr Menschen greifen daher zur eigenen Flasche, die wieder befüllt wird. Tja, und dann sind wir wieder beim Ausgangspunkt, es fängt an zu müffeln. Die Firma Lark hat sich diesem Problem angenommen und präsentiert mit der Lark Bottle ihre Lösung. Auf den ersten Blick eine gewöhnliche, wenn auch sehr schicke Trinkflasche, hergestellt aus elektropolierten Edelstahl gibt es die Bottle wahlweise mit 500 ml oder 740 ml Fassungsvermögen und natürlich auch in diversen Farbkombis. Ihr seht bereits, dieses Video ist als Werbung gekennzeichnet, denn Lark kam auf mich zu und bat mich um einen Test der Bottles. Ganz ehrlich, neben viel Marketing-Blabla habe ich nicht erwartet, hier einen großen Mehrwert zu anderen Flaschen zu bekommen. Ihr kennt mich, ich bin aber recht neugierig auf Technik-Gadgets und so kamen dann diese beiden Bottles zu mir. Zum Glück, denn was dann geschah, hätte ich nicht gedacht, aber von vorne. Die Lark Bottle kommt in einer sehr schicken Verpackung, man merkt, dass Design auch hier wichtig war. Das Ganze wurde dann auch mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Neben der Flasche an sich liegt aber gar nicht so viel dabei, lediglich ein Ladekabel und natürlich meine beliebten Beipackzettel. Das hier ist die große 740 ml Bottle in der echt schicken Farbe Granite White. Allein vom Design gefällt mir die Flasche mit der matten Oberfläche schon echt richtig gut. Dazu kommt eine hochwertige Verarbeitung. Die Lark Bottle hat einen vakuumversiegelten und doppelwandigen Aufbau, was bedeutet, Getränke werden bis zu 24 Stunden gekühlt oder bis zu 12 Stunden heiß gehalten. Dabei wird die Außenhülle weder schwitzig durch kalte Inhalte noch unangenehm warm bei heißen und kann so ohne Probleme in jede Tasche wandern. Halt, stopp! Klingt bis jetzt nur nach einer normalen Isolierflasche, ich weiß. In der Flasche steckt aber noch mehr, und zwar im Deckel. Dort sitzt nämlich die eigentliche Innovation, eine UVC-LED, wasserdicht nach IPX7 verpackt. Hä? Und wofür brauche ich jetzt eine LED-Beleuchtung in der Flasche? Das hat weniger mit dem RGB-Wahnsinn zu tun, sondern dient der Säuberung des Wassers. Durch die UVC-Strahlen werden effektiv Bakterien und auch Viren abgetötet, beziehungsweise deren DNA zerstört und das völlig ohne chemische Zusätze. Die kleine UVC-LED haut dabei 280 Nanometer UV-Licht in die Flasche und diese Technologie wird zum Beispiel auch zum Sterilisieren von Oberflächen in Krankenhäusern verwendet. Die ganze Sache ist umweltfreundlich, hinterlässt keine Rückstände und tötet Keime zuverlässig ab. Das war die technische Seite und das hört sich natürlich wie immer alles ganz super an, ich weiß. Bringt es aber denn auch was im Alltag? Hättet ihr mich vor dem Test gefragt, wäre meine Antwort vermutlich nein gewesen. Ich habe die Flasche nun um die 8 Wochen in Gebrauch und habe mich gerne vom Gegenteil überzeugen lassen. Egal ob auf der Arbeit, beim Chillen oder sonst wo, die Flasche war am Start. Eigentlich ungewohnt für mich, denn ich bin ein kleiner Trinkmuffel. Morgens kaltes Wasser in die Flasche gefüllt und selbst am Abend schmeckte der letzte Schluck noch kühl und vor allem wie der erste Schluck. Kein Eigengeschmack, kein Muff, einfach frisches Wasser. Um das zu erreichen, schaltet die Flasche eigenständig alle 2 Stunden die UVC-LED ein, um das Wasser wieder zu säubern. Manuell könnt ihr aber auch jederzeit eine Reinigung starten, dafür stehen 2 Modi zur Verfügung. Einmal den Deckel mittig drücken, startet den normalen Reinigungszyklus, der 60 Sekunden dauert und für normales Trinkwasser ausreicht. Ein doppelter Druck startet den Abenteuermodus, bei dem eine höhere Dosis UVC über 3 Minuten abgegeben wird. Sinnvoll, wenn man die Trinkwasserqualität nicht genau kennt oder einfach auf Nummer sicher gehen will. Tja, und dann kann man bestimmt jeden Abend den Akku aufladen. Nein, eine Akkuladung hält bis zu einem Monat bei täglicher Nutzung im normalen Modus und beim Abenteuermodus sind es um die 12 Tage. Wenn ihr die Flasche nicht nutzt, könnt ihr sie auch einfach komplett abschalten, was bei mir aber in dem Test hier nicht vorgekommen ist. Der LED-Lichtring im Deckel warnt euch rechtzeitig, wenn die Akkuleistung sich dem Ende nähert. Aufgeladen wird per Micro-USB, auch wenn der Anschluss offen liegt, ist die komplette Flasche wasserdicht nach IPX7.
Fazit. Schmeckt das Wasser denn nun besser oder nicht? Besser nicht, aber eben auch der letzte Schluck schmeckt genauso frisch wie der erste Schluck. Und das hat mich in der Tat immer wieder happy gemacht. Allgemein greife ich nun häufiger zur Flasche und trinke mehr, einfach weil mir das Feeling gefällt. Und ja, ich habe da wirklich nur Wasser drinne. Preislich ruft Lark für die kleine Bottle 109 Euro auf und für die große 129 Euro. Ist das nicht zu teuer und kann man das nicht auch mit einer anderen Flasche erreichen? Ja, das ist schweineteuer und ja, das geht bestimmt auch mit einer anderen Flasche. Aber haben wir eigentlich schon darüber gesprochen, dass der Deckel blau leuchtet? Tut er nämlich und das sieht ziemlich cool aus. Mal im Ernst, so eine Trinkflasche mit dieser Technik soll um die 100.000 Reinigungszyklen halten und muss daher nicht so schnell ersetzt werden. Was für mich aber noch viel wichtiger ist, ich muss die Flasche nicht jeden Tag auswaschen, damit sie nicht stinkt. Ich spüle das Teil kurz einmal aus und dann wird sie wieder befüllt. Ist im Alltag schon echt ganz nice. Links packe ich euch in die Videobeschreibung, ebenso haut Lark für euch nochmal einen exklusiven Rabattcode raus. Checkt das also gerne mal ab, wenn euch dieses Prinzip jetzt neugierig gemacht hat. Ansonsten bin ich auf eure Meinung gespannt, was ihr von so einem Gadget haltet. Schreibt mir das doch mal in die Kommis und wir quatschen drüber. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios.